Pew-pew! Können wir anfangen? Was geht, Leute? Was geht? Ist ja. Ich hab gerade gegessen. Erstmal nichts Besonderes. Aber da es lag ein Paket auf dem Tisch. Ihr müsstet jetzt vielleicht mal die Vorgeschichte von diesem Paket hören. Ich und Sova, vielleicht kennt ihr ihn, er sucht mir die Bilder für meine Illuminati Confirmed raus, waren mal im Teamspeak vor 5-6 Monaten. Und haben da über die Firma Dildo King gelacht. Wir hatten Lachflash, weil wir irgendwas mit Dildo King erwähnt hatten. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und haben dann einen Tweet darauf abgelassen. Folgendes ist passiert. Dildo King hat diesen Tweet geliked. Und, ja. Sova und ich haben dann gesagt, hey, 5 Monate zu spät. Sag mal, da ist doch locker gratis Merch drin. Und, das ist tatsächlich heute angekommen. Ich habe gratis Merch von Dildo King bekommen. Und nicht wenig. Da hätten wir. Ich habe das Ganze schon gerade mit meiner Mom ausgepackt, die hat sich auch schlappgelacht. So, wir haben da einmal eine Basecam, Alter. Die werde ich jetzt das ganze Video übertragen. Das ist kein bezahltes Product Placement. Ich habe das alles umsonst bekommen und kriegt kein Geld dafür, dass ich hier den Scheiß vorstelle. Ich möchte es einfach machen. Ich habe vor... Weiß ich nicht, das ist hier verlinkt. Da wollte ich ein Product Placement für Dildo King machen. Die hatten das aber abgelehnt. Und jetzt bin ich happy, denn ich habe meinen Stuff und kann ein cooles Video machen. So, die werde ich jetzt einfach das ganze Video übertragen. Ich hoffe... Andere Seite. Ich hoffe, das stört keinen. So. Was gäb's denn dann noch? Was gibt's denn noch? Erstmal das Harmloseste. Wir haben hier Bierdeckel mit 10% Rabattcode. Wer die Scheiße zuerst benutzt, kann's haben. Ja. Bis zum 15.09.16 gültig. Gut, alternativ kann man die Teile natürlich auch gut als Frisbee nutzen. Und dann fahren wir einfach fort. Wir hätten hier einen weißen I Herz Big Cocks Sticker. Den werde ich mir... Hallo? Na. Den werde ich mir irgendwo hinkleben. Mein Handy ist leider zu dünn dafür. Das wird nicht passen. Außerdem habe ich da erst ein Tantrum. Es wird passen, aber ich habe da erst einen Tantrum Energy Sticker drauf gemacht. Deswegen lassen wir das. Wir hätten hier noch ein paar schwarze davon. Die sind ein bisschen kleiner. 5 Stück. Hi, Herz Big Cocks. Ein Kollege hat schon einen, als ich da mal einen Vibrator bestellt habe. Fragt mich warum. Wir hätten noch 2 Stück hiervon. Das sind die größten Sticker, die dabei sind. Alles für die Uschi. Hätten wir auch noch. Mal gucken, wo ich die hinklebe. Wahrscheinlich irgendwo in der Innenstadt. Wäre lustig. Einen exklusiven Dildo King Anale Granate. Katalog, auch wieder mit 10% Rabatt bis zum 15.05.2017. Der ist sogar aktuell mit diesem Rabattcode. Wer ihn sich zuerst schnappt, darf ihn auch zuerst benutzen. Da sind so Sachen drin wie Dreamcock, Dildo Long Dong. Darf ich das zeigen? Ich glaube, die darf ich noch zeigen. Die zeige ich euch sofort. Dildo Cheops, Alter. Ripster, Glorioso, El Gigante, 23 cm oder 9,5. Der Dildo Bulb, der Kolossus, 32x11. Ist okay. Okay, das zeige ich euch. Auf der Rückseite gibt es noch mehr. Moment, ich zeige euch erstmal diese Seite. Ganz nette Dinge. Ein bisschen, ja, kosten ein bisschen viel so für meinen Geschmack jetzt. Aber trotzdem. Und die Rückseite, die habe ich selbst noch nicht gesehen. Schaue ich mir da gleich an. Der Legend, Alter. Krass. Okay. Das wäre auch dabei. Da ich da nichts bestelle, könnt ihr das auch wieder haben. Bis zum 15.05.2017 erneut. Zweimal. Achso, das sind für 2 verschiedene Marken. Okay. Einmal für Master Series. Hier gilt auch wieder, der Schnellste darf es benutzen. Ja. Einmal für die Marke Master Series. Und dann einmal noch das gleiche für die Marke Fun Factory mit demselben Rabattcode. Wo
Fokus hier wieder. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Jetzt kommen die großen Dinge. Und zwar habe ich hier ein Buch. Dieses Buch nennt sich Wo ein Dildo ist, ist auch ein Weg. Mit 10% Rabatt bis zum 15.05.2017. Mit dem Code HEX4I. Ja? Also, gönnt's euch. So, jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. Schön, dass da glitzert. Ich kann euch das nicht zeigen, ich muss das sonst zensieren. Aber vielleicht zensiere ich auch nur die sensiblen Stellen. Das werde ich mir genüsslich neben mein Bett legen. Ich schlage eine random Seite auf. Ich schlage eine random Seite auf. Vielleicht relativ am Anfang. Ja. Da gibt es auch noch ein paar mehr Sachen. Ach du Scheiße, alles Mistress-Zeug. Alles Lack und Leder. Gibt's hier so ein. Hier waren die normalen. Okay, normal ist in Anführungsstrichen gesetzt. Das war meine Lieblingsseite. Komm, das zeige ich euch mal. Ich möchte gar nicht, dass es fokussiert, sonst muss ich nämlich mehr zensieren. Drei Poster. Wir kommen zum Ende. Drei Poster waren dabei. Alter, sind die riesig. Wo bin ich? Hier bin ich. Ich freue mich schon auf die Meme. I Herz Big Cocks. Okay. Das ist, glaube ich, das beste Poster, was dabei ist. Ich habe Angst, dass das zerknickt. Ich will mir das aufhängen. So, for fun will ich mir das einfach aufhängen. Jetzt ist das gut nicht. Okay, wir sehen uns wieder, wenn ich das hier gemanagt bekommen habe. So, ich habe es jetzt einfach auf mein Bett gelegt. Ich muss gleich sowieso noch ein Foto für meine Leute machen. Das nächste Poster. Das ist auch genial. Jetzt wisst ihr ja, was ich nicht habe. Sex macht schön. Genial, oder? Wir kommen zum letzten Poster. Und somit zur letzten Sache, die ich euch heute zeige. Ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Ich hab's schon wieder vergessen. Oh ja. Hart am Start. Woo. Geil, oder? Absolut geil. Noch mal einen Schluck aus meinem 5-Liter-Fläschchen hier. Für 1,30 bei Kaufland, ich kann mich nicht beschweren, Mann. Ah ja, 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 eine kleine Sache. Feuerzeuge waren auch noch dabei. Eins davon habe ich manipuliert. Ich glaube. Ich weiß aber nicht mehr welches. Das ist relativ. Das hier. Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal bei Dildo King vorbei, benutzt die Rabattcodes. Ich benutze sie nämlich nicht, ich kaufe da nicht ein. Vielen Dank an den Typen, der mir das zugeschickt hat. Du bist echt der beste Typ und Dildo King hat für mich jetzt schon beste Firma 2017 gewonnen. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Teile dieses Video mit eins deiner Freunde. Und dann würde ich sagen, ciao. Mit einem krassen Abgang. Das werde ich mir genüsslich neben mein Bett legen. Ich habe mir gerade so gedacht, das Ding hier, das sind 5 Liter, da ist jetzt noch, weiß ich nicht, ein Drittel drin oder so. Max, oder? Ex, komm, schaffe ich. Nein, schaffe ich nicht. Ich bin zuversichtlich. Ich probier's. Die Öffnung ist so scheiße riesig. Ich muss mal Mund so dranhalten. Aber ich probier's. Mhm. Es war nicht gut. Macht das nicht. Es ist einfach.
Kein, es ist, nichts ist es wert, diese Schmerzen zu erleiden, die ich gerade hatte. Immer noch habe. Im Endeffekt war es einfach eine dumme Aktion, mach das nicht. Es ist, das waren jetzt 2 Liter, wenn nicht sogar mehr. Zum Schluss habe ich bemerkt, wie mit jedem Schluck mein Magen voller wurde. Es geht nicht, mach das nicht, das ist einfach viel zu gefährlich und viel zu dumm. Okay, gut. Dankeschön, das Video ist jetzt zu Ende und ich gehe weiter sterben. Es tut nämlich echt weh.